Hallo, meine Lieben, das ist die Kartenlegung betreffend, wie du und dein Herzensmensch steht gegeneinander über. Also sozusagen Gefühle, Gedanken, was nach außen zeigt und was sind die Tendenzen. Es ist wie immer, es ist zwei Kartenlegungen, wähle dir ein Herz, helles oder dunkles. Du kannst auch zwei verschiedene Menschen wählen. Also, das muss nicht immer Herzensmensch sein. Und wenn du dann schaust, deine Reihe sozusagen, deine Gefühle, Gedanken, dann kannst du auch schauen, ob du überhaupt resonierst. Das ist das Wichtigste, dass du schaust, ist das so oder nicht. Diese Kartenlegung ist eine Kollektivlegung. Das bedeutet, es kann passen für dich oder auch nicht. Da musst du schauen, ob du resonierst oder auch nicht. Ich auch natürlich auch selber Kartenlege für euch, also sozusagen auch Privatlegungen. Du kannst mit mir in Verbindung setzen via E-Mail oder WhatsApp und das Weitere besprechen wir dann. Es sollte dir helfen, reflektieren, anschauen deine Situation. Denke mal, dass du bist der Schöpfer deines Lebens. Du entscheidest, was für dich und nur für dich sozusagen ist das Richtige. Ja, und ich kenne dran nicht. Liebe Männer, bitte ummünzen. Ich freue mich für jeden Like, Abonnement und Kommentar. Falls du schon oft aus meinen Videos angeschaut hast, freue mich, wenn du hinterlässt ein Abonnement. Und du kannst dann noch einmal entscheiden, welche Videos du schaust an oder auch nicht. So, wir fangen an mit dem hellen Herzen. Die erste Karte ist: Wie ist das? Ich nehme diese Karten. Wie ist das bei diesen Menschen, also Herzensmenschen, in seinen Verstandsebene? Ich nehme hier noch zwei Karten. Hier ist einmal du und einmal der Herzensmensch. Ja, glaube ich, aber muss ich wirklich gucken, dass das hilft. So. Wie ist das bei dem Herzensmenschen? Bei dem hellen Stern. Wie ist das bei dem Herzensmenschen, seine Gedanken über dich? Und die Karte sagt, komm auf die Klippe. Das ist, ja, ich beherrsche zwar Englisch, aber in solchen Momenten wie diese Videos habe ich Blackouts. Echt? Ich habe oft das Blackout. Ich kann nur gut vertuschen. Und ich kann gut klugscheißen. Das ist meine Art von Humor. So, und ich habe dann geguckt auf die Bedeutung. Ich habe jedes einzelne Karte übersetzt für mich, wortwörtlich, weil ich beherrsche englische Sprache nicht wortwörtlich, sondern ich verstehe den Sinn, sozusagen. Und hier bei diesen Karten, weil die manchmal so undeutlich sind für mich, was die sollten eigentlich aussagen. Ich habe Probleme, manche Bilder zu deuten. Ich habe Probleme, die Bilder zu deuten oder auch Smileys zu deuten. Deswegen habe ich jede angeguckt. Ich werde auch beschaffen, mir auch natürlich auch das Buch. Steht auf meiner To-Do-Liste. So, und hier geht es Come to the Age. Das bedeutet, komm auf die Klippe. Das ist übrigens ein sehr bekanntes Gedicht in englischer Sprache. Und darum geht es, dass einer ruft den anderen, ja, komm auf die Klippe. Und die andere Person sagt, ja, aber das ist hoch. Ja, komm auf die Klippe. Ja, aber das ist so gefährlich. Komm auf die Klippe. Ja, aber das ist vielleicht nicht der richtige Augenblick. Und dann und sozusagen den anderen verführt die erste Person, komm auf die Klippe mit dem immer wieder. Dann kommt man auf die Klippe. Und dann sozusagen schubst die Person hin, springt, ne? Und die Person dann fliegt. Statt sozusagen alle Ängste hat und, lässt sich ein. Und dieser Herzensmensch, dieser Mensch hat momentan sozusagen, er sagt zu dir oder du sagst zu ihm, komm auf die Klippe und er weigert es sich. Er will es nicht. Er hat Ängste. Der hat Unsicherheiten, der hat tausend und eine Ausrede.
Und darüber macht er sich vielleicht auch Gedanken und anfängt zu bohren in sich selbst und auch reflektieren, warum? Warum will ich auf diese Klippe nicht kommen? Warum will ich nicht? Vielleicht weiß ich auch das Ergebnis, dass es werde geschubst zum Fliegen. Überleg dir, was diese Karte könnte über diesen Menschen sagen. So, jetzt gucken wir, was sind das, was dich beschäftigt in Verstandsebene? Hier geht es, geh auf Distanz. Du für dich sozusagen hast Gedanken gemacht und hast entschieden, so, ich gehe jetzt auf Distanz. Ich möchte sozusagen dich lassen zum Nachdenken. Du gehst nicht mit mir mit. Du guckst mit mir in denselben Fenster nicht ein. Dann vielleicht, ich verliere meine Zeit. Und das ist, liebe Männer, wenn ihr zuhört, für uns Frauen, wir werden nicht jünger, hübscher und attraktiver und interessanter. Ja, wir Eltern auch wie Whisky und Wein. Wir haben mehr sozusagen Bukett von Geschmack und einen besonderen Stil. Ja, aber wir wollen vor eurer Anwesenheit bei euch aufblühen. Wir wollen die, unsere Schönheit zeigen, unsere wunderschöne Art. Wir wollen euch präsentieren. Wir wollen als eure etwas Besonderes sein. Ich meine, wir machen ja auch uns hübsch für die Männer. Wir wollen ja auch zeigen, wie wertvoll dieser Mann ist, den wir gewählt haben, den wir Gunst gegeben haben, an unserer Seite sein. Und natürlich wir Eltern auch. Man ist nicht mehr so wie mit Teenageralter oder mit 20. Und spätestens, also ich habe meine ganze Schönheit meinem ältesten Sohn abgegeben. Der ist attraktiv und der ist Blut meiner Seele. Der hat Dinge, die sozusagen, ja, also ich wäre in seinem Alter drumherum, dann würde ich, und das wäre mein, nicht mein Sohn, dann würde ich sagen, interessant. Ja, aber ich bin auch verknallte Mutter, muss ich auch noch zugeben, ganz ehrlich. So, und hier, irgendwann, wir als Frauen von Verstandsebene, also du guckst nicht mit mir in den Fenster. Du willst nicht von mir präsentiert werden. Du willst nicht der Mann meines Lebens sein. An meiner Seite, weißt du was? Vielleicht solltest du überlegen. Ich gehe auf Distanz. Ich gehe auf Distanz, dass du ein bisschen nachdenkst, wie ist das Leben ohne mich? Und manchmal, wir Frauen, das benötigen auch. Wir müssen auch manchmal den Mann auch zeigen, hey, wenn du das nicht schätzt, was ich bin und wer ich bin und hier bin, ja, dann bin ich eben auf Distanz. Ob das ist für immer oder nur für bestimmte Zeitraum von Tagen, Stunden, Wochen, das entscheidet sich. Das wird auch gezeigt. Wenn du bist auf Distanz und gehst mit dieser Karte sozusagen in Resonanz, dann ist das wahrscheinlich für dich. Dann gehen wir weiter in die Gefühlsebene. Was ist los bei deinem Herzensmenschen oder der Person im Gefühlsbereich? Hier geht es um einen Zufall, einen Glücksfall. Er merkt, dass es irgendwas macht ihn glücklich. Und wirklich, das ist sozusagen Gottes Finger. Was ist bei dir in Gefühlsebene? Was ist bei dir? Du stellst fest, das ist Never Ending Story. Ja, das ist nicht nur wie das Märchen Never Ending Story, sondern auch das Leben haben wir immer wieder. Das habe ich schon irgendwo gehabt. Wieso ist es Wiederholung desselben? Und du auf gewisse Weise auch für diese Never Ending Story auch verzweifelst, weil es ist zu nirgendwo führt. Es ist immer wieder eine Schleife. Und man fragt, in welcher Schleife befinde ich? Und was eigentlich, wie komme ich aus dieser Schleife, aus diesem Zirkel raus? Es ist immer dasselbe. Und dein Gefühl sagt, ja, ich befinde mich in einer Schleife, in einer Schleife, in einer Schleife zum zigsten Mal. Und ich frage mich, warum hier ich sollte noch sein. Ich komme ja nicht weiter. Das ist dein Gefühl. Das könnte auch erklären, warum du sagst, ich gehe jetzt auf Distanz. Das ist auch sehr vernünftig. Solange man macht Wiederholung, man auch nichts ändert daran, passiert auch nichts anders, weil es ist ja immer läuft. So, was dein Herzensmensch nach außen präsentiert, er beobachtet.
Vielleicht er beobachtet auch dich. Vielleicht auch versucht er zeigen, dass er hat Interesse an dir. Dass du bist noch nicht weg. Um Gottes Willen, bitte geh doch nicht. Ich habe doch Interesse. Sieh doch, dass ich habe Interesse. Ich manchmal mich ärgere, mich als Frau, wahrscheinlich auch ihr, manche Frauen. Man muss manchmal den Mann wirklich stupsen und sagen, hallo Blumen, hallo Aufmerksamkeit, hallo Fußmassage, Krauli und so weiter. Und wenn es ist irgendwo kommt, Konkurrenz, also das mein Herzens, meine Seelenverbindung, Herr Mr. M. Also der wird sowas von aktiv, wenn er merkt, wenn es ist Konkurrenz. Aber auch liegt das, dass er das Haifa Latino ist. Bis dahin ein Pascha. Und manchmal muss man auch den Mann auch erinnern, du, es gibt auch andere, du bist nicht die einzige Person auf dieser Welt. Und ich liebe diesen Spruch, ich bin das Meer und der Sand ist an meinen Füßen. Ich kann wählen, mit welchem Sandkorn ich mich Zeit verbringe. Es klingt wahrscheinlich hochmütig und abwertend, aber dieser Satz hat mir geholfen, wenn ich war in Liebeskummer, um zu erinnern, dass andere Mütter haben auch hübsche, intelligente, wunderbare Söhne. Nicht nur die Mutter dieses Mannes, wegen dem ich habe Herzschmerz. So, er möchte vielleicht observiert und nun guckt, wie kann er dir was Gutes tun? Er beobachtet dich. Das ist das, was er auch zeigt, ne? Man kann auch das alles nicht zeigen. Dann bei dir, was du nach außen zeigst, ich bin an einer Weggabelung. Ich bin an einer Weggabelung, gehe ich jetzt weiter oder nicht? Ich muss noch entscheiden. Ich habe noch nicht hundertprozentig entschieden. Deswegen ziehe ich mich zurück. Ich überlege über meine Never-Ending Story. Und ich überlege, wohin geht es weiter für mich mit der Entscheidung? Ja, wie entscheide ich mich? Was will ich? Was will ich nicht? So, die Tendenzen, was dein Herzensmensch wird machen. Hier geht es um Stamm. Also es geht meiner Meinung nach, ich habe das Buch nicht gelesen, bitte Entschuldigung. Ja, was ist Stamm? Wir brauchen den Stamm, der Stamm ist sozusagen von der Mitte des Baumes. Jetzt fange ich an klugscheißen, ehrlich. Aber ich habe Humor über mein Klugscheißen. Ich weiß, dass es meine negative Eigenschaft ist. Also, das ist übrigens, sehr viele Zwillinge haben Klugscheißerei. So, der Stamm, ja. Der Stamm ist, der bringt auch Sicherheit für das ganze Geflecht von dem Baum, also für ganze Zweige. Der ist ja die Mitte für alles. Das ist Verbindung zu den Wurzeln. Also, er möchte sich auch als Stamm, als Baum, als stark, als alles in die Mitte haben, auch zeigen. Und er zeigt auch, ich habe alles in Mitte. Ich habe alles so, wie ich haben möchte. So, was sagen die Karten über was du nach außen zeigst? Und das ist, du fühlst dich verwaist, du leidest, du trauerst, du fühlst dich verloren. Wenn diese Karten mit diesen hier Karten gehst in Resonanz, dann kannst du auch ausgehen, dass es sehr nah auch dem, was passiert bei ihm. Die Tendenzen, wohin das alles führt. Also die Tendenzen von dem allem, wo er jetzt gerade ist, wohin führt es denn für ihn? Wo schaut er hin? Wo denkt er? Wo ist der Weg? Für ihn ist das unbeendete Sinfonie. Also unbeendete Sinfonie für mich ist das, ihr kennt ja, wenn ihr habt wunderschöne Musik, und ihr genießt es. Und plötzlich diese Musik, weil ihr müsst zum Beispiel auch Auto aussteigen oder auch, ja, könnt ihr nicht mehr zuhören, weil es das Anruf ist oder wie auch immer, ist nicht beendet. Und diese Sinfonie in dieser Sicht, für mich ist das etwas Schönes.
Und etwas ist nicht zu Ende gebracht. Es ist nicht, nicht zu Ende dieser Kunst, dieses schönes Erlebnisses. Es ist, kommt abruptes Ende. Für ihn, er geht davon aus, es wird abruptes Ende kommen. So, wo siehst du, wie siehst du das, wohin deine Tendenzen sind von eurer Verbindung? Du wirst glücklich sein. Egal, was für eine Entscheidung du wirst treffen. Und auch wenn du jetzt nach außen auch zeigst, dass du bist sehr verwaist, sehr traurig, du wirst glücklich sein. Weil irgendetwas hier zuvor hat nicht funktioniert. Was euch noch verbindet miteinander? Regeneration. Das bedeutet, ihr müsst sozusagen transformieren das alles. Und das müssen beide Personen transformieren. Sonst wird es nicht weitergehen wie bei ihm. Und auch nicht bei dir. Vielleicht müsst ihr auch einsehen, das ist, nein, das bringt nichts voran, weil das ist never ending story für mich. Schau dir, was diese Karten dir mitteilen. Schau dir, ob du gehst in Resonanz. Und schau dir, wie du dich dabei fühlst. Und mach dir Gedanken, was diese Karten dir möchten in diesem Augenblick mitteilen. So, wir gehen zu den anderen Herzen. Die erste Karte ist die Karte für deinen Herzensmenschen. Und die wird sagen, was sind seine Gedanken? Worüber er macht momentan Gedanken? Er ist ein Denkgeber. Also Yang ist die männliche Kraft, die männliche Energie, ne, der Geber. Er ist in seiner männlichen Energie. Er auseinandersetzt sich mit seiner Rolle in eurer Partnerschaft als männliche Person oder auch die gebende Person oder die, ja, die sicherheitsgebende, beschützende Person. Das kann auch in gleichgeschlechtlicher Verbindung sein, sozusagen, dass es einer ist, ja, hat mir männliche Energie und andere Person hat mir weibliche Energie. So, die zweite Karte sagt, über was du machst dir dir Gedanken. Oh, in der Reihe bleiben. Buy the book. Also nicht kaufen, sondern bleib in der Reihe. Bleib bei der Ordnung. Dein Verstand sagt, du bleibst in deiner Reihe, in deiner Ordnung, in deiner Struktur. Das sagt dein Verstand. Du musst das weiter tun. Nicht außer der Reihe tanzen. Das sagt dein Verstand. So, was sagt seine Gefühle? Was sind seine Gefühle betreffend deiner Person, eure Situation und so weiter? Für ihn ist, wieder ist es interessant, ne? Zum zweiten Mal in derselben Position, Glücksfall. Für diesen Menschen bist du Glücksfall. Das sind Glücksgefühle. Für dich, was empfindest du in jetziger Situation? Sei aufrichtig, sei fair. Sei fair und wirklich geh mit dir selber ins Gericht. Was habe ich falsch gemacht, was ich habe richtig gemacht? Was war aufrichtig, was war nicht aufrichtig? Geh und auseinandersetze mit deinem Gewissen und nimm dich sozusagen auch zu diesem Thema am Herzen. Es ist auch sehr schwierig zu reflektieren, weil wir machen alle Menschen Fehler, manchmal bewusst und manchmal auch unbewusst. Manchmal, weil wir sind so verletzt, wir verletzen auch andere. Aber trotzdem ist es sehr wichtig, hinter diesem Schmerz zu schauen und hinter dem allem zu fragen, wie fair war ich gegenüber? Es ist auch so, leider, wenn wir irgendwas einem Menschen antun, ob das ist harsche Worte oder auch irgendwie kränken, verletzen oder auch, ja, auch schlechte Laune rauslassen. Wir versuchen das bagatellisieren. Aber wenn wir bekommen selber diesen Schmerz oder diese Situation selber, dann brauchen wir das auf. Das ist so. Und wir erst über unsere Fairness überlegen erst dann, wenn es uns wehtut. Also wenn wir gut geht, dann müssen wir nicht auseinandersetzen, wie fair wir waren. Weil wir glauben, das steht uns zu.
Erst wenn wir erleben einen Schicksalsschlag, Schmerz, Leid oder Unfairness, dann müssen wir auch auseinandersetzen, früher oder später, mit der Frage, wie fair war ich? So, das wird vom Gefühl dein Beschäftigungsfeld sein. Fairness, Gerechtigkeit. Wie fair bist du? Wie fair ist der andere? Das ist wie die Person zeigt sich nach außen in dieser Situation. Der fragt ja, warum? Warum soll ich das machen? Warum soll ich das machen? Ja, warum? Also wenn ein Mensch anfängt zu stellen, warum? Es ist eine natürlich die beste und sehr wichtigste Frage, warum jemand etwas macht. Oder warum mache ich das? Das ist wirklich zur Reflexion, ist super gute Frage. Warum? Und anfangen zu buddeln, ganz tief zu buddeln. Die andere Seite von diesem Warum ist, das bedeutet, ich nehme das nicht hin, was das ist. Bei diesem Warum kann man auch rausfinden, auch nicht schöne Sachen. Wenn ich jetzt würde sagen, warum ich zum Beispiel weiter Kontakt oder pflege, auch intensiven Kontakt mit meinen Seelenverwandten, ja, wenn ich schon frage, diese Warum, das bedeutet, irgendetwas funktioniert nicht. Irgendwas fehlt mir. Irgendetwas. Und irgendetwas ist, warum ich das mitmache, warum ich das mache, warum ich das und jenes empfinde. Gibt es verschiedene Seiten auf diese Frage. Dieser Mensch zeigt, dass er mit sich selbst auseinandersetzt und er sich auch sich reflektiert. Wie zeigst du dich nach außen? Es gibt keinen anderen Ort als zu Hause. Ja, du zeigst dich, dass du momentan bist häuslich, dass dir deine Privatsphäre ist wichtig, dass du möchtest zur Ruhe kommen, dass du bist, ja, du willst dich geborgen fühlen. Du zeigst, dass du bist geborgen. Du bist sozusagen in deinen vier Wänden. Machst nicht Halligalli, sondern in deinen vier Wänden. So, die weitere Karte ist, was für Tendenzen? Nein. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja? Gedanken, Gefühle nach außen. Tendenzen? Ja, wir machen Tendenzen. Wenn ich habe jetzt anders gemacht als die erste Reihe, erste Legung, Entschuldigung. So, was sind die Tendenzen? Wohin führt es? Für ihn. Ganz viel Glitzer. Egal, wo dieser Mensch steht, all that glitters. Also diese alle Glitzer, und das ist auch Masken natürlich auch. Ja, er wird Tendenzen für ihn, das ist das, was alles passiert ist, auch mit Glitzer und ganz viel wunderschönen Seiten von allem und wunderschönem Drumherum. Was für dich ist dieses? Nach außen wirst du zeigen. Also die Tendenzen, Entschuldigung. Die Tendenzen für dich. Wo schaust du in eure Verbindung? Wechseln oder austauschen mit Geschenken. Das bedeutet, du gibst die Geschenke, Wertschätzung zu dem anderen und du möchtest auch die Wertschätzung bekommen. Das ist eure Tendenzen. Wohin führt eure Verbindung oder was ist zwischen euch in dieser Verbindung? Hier geht es, komm zu der Klippe. Das ist das, was ich sagte in erster Legung. Komm zu der Klippe. Ich habe Angst. Komm zu der Klippe. Ist das sicher? Komm zu der Klippe. Würde ich runterfallen? Also, und dann kommt die eine Person, die die ganze Zeit Ausreden hat, zu der Klippe und dann wird gestoßen und anfängt zu fliegen. Hier ist etwas, wo man muss irgendwann fliegen. Man muss sich eigenen Ängsten, Unsicherheiten stellen. Und der andere gewisserweise verführt dazu. Überleg dir, was diese Karten euch mitteilen. Ich freue mich für jeden Like, Abonnement und Kommentar. Bitte mitteilt auch, was ihr denkt von diesen Karten. Gefällt ihr euch? Also mir gefallen total, weil man schaut, wie wunderschön die sind gestaltet. Ich werde auch die sozusagen in Infobox aufschreiben,
dass ihr weißt, welche Karten sind das. Also das ist diese Wisdom of the Oracle Karten und die sind nicht nur schön, aber sondern auch wirklich aussagekräftig. Also ich empfinde so. So, ich bedanke mich herzlich. Ich wünsche euch wunderschöne Zeit und wunderschönen Abend. Ich mache noch ein Video, das ist zur Merkur-Rückläufigkeit, meine persönliche Erfahrung. Und ich freue mich, wenn ihr dann auch euren Vertrauen mir schenkt und auch mitteilt, wie habt ihr das empfunden, Merkurs Rückläufigkeit. So, dann bis bald, wunderschöne Zeit. Ja, nochmals bis bald.